Willkommen zurück beim Medal of Honor Warfighter und wir haben Samstag den 9. Und bei uns läuft gerade momentan die Bierbörse in Leverkusen. Ein richtig geiles Festival, wo man einen Haufen an Biersorten etc. kriegt. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt einen vernünftigen Server, weil Homeruns werden anscheinend nicht so gerne gespielt. Und ich habe auch schon direkt angesprochen, was wir als nächstes spielen. Und zwar habe ich euch ja mal versprochen in der letzten Folge, dass wir mal eine Runde Homeruns spielen und wir sehen da vorne Flagge A und B. Die müssen wir einnehmen. Und ich spiele jetzt gerade mal wieder den Spec Ops. Wobei ich sagen muss, der Speer, der gefällt mir in letzter Zeit eigentlich besser. Das Problem ist beim Speer halt nur die Granate, weil es halt einfach nur Flash-Granaten. Natürlich, irgendeine Granate muss mich ja immer erwischen. Und zwar von einem, der schon tot ist. Und wir sehen, Moment, ich muss mal eben gucken, was ich bin. Gast führt 8:0, also wir führen 8:0, das heißt, wir haben schon viermal die Flagge geholt. Und jetzt zum fünften Mal. Das heißt, ja, die Runde ist eigentlich schon ruhig. Jetzt gehen wir zwar Seitenwechsel, oder? Ja. Jetzt kommen wir Seitenwechsel. Das Problem ist nur, unser gegnerisches Team muss halt auch fünfmal die Flagge holen. Verteidigen wir einmal die Flagge, ist das Spiel direkt vorbei. Und wie gesagt, der Speer gefällt mir ein bisschen besser. Wobei die Waffe jetzt richtig kacke ist, aber okay, die nehmen wir jetzt. ja, warum die Waffe kacke ist, zeige ich euch gleich. Da kommt keiner rüber. Gehen wir mal rüber zu unserem Buddy. So, wir gehen jetzt mal hoch. Okay, so wie es aussieht, so gehen sie. Meine Güte, jetzt habe ich wieder Frosch im Hals. Gehen sie über die andere Seite. Und ja. Damit war es das dann auch. Die komplette Map ist dann damit vorbei. Weil, wie gesagt, um zu gewinnen, braucht man mindestens 11 Punkte. Oder man hat halt mehr Punkte wie der Gegner. Und gibt halt 2x5 Runden. Und wenn der Gegner halt uneinholbar ist von Punkten her, was jetzt der Fall ist, weil wir ja 5-mal die Flagge geholt haben. Ich war leider nur einmal dabei und das auch noch relativ kurz. Ist das Spiel halt direkt vorbei. Und ist jetzt ein bisschen doof, jetzt lasse ich natürlich die Aufnahme weiterlaufen. Ich habe ja eigentlich gesagt, nach jeder Map einen Cut. Aber jetzt bei den letzten zwei Folgen, wo ich euch noch die Klassen gezeigt habe, habe ich gesagt, scheiß was drauf, weil das lohnt sich ja eh nicht. Weil zwischendrin cutte ich nicht, weil das sind ja schließlich Klassenfolgenaufnahmen. Und habe es dann so gelassen. Aber jetzt spielen wir nochmal 10 Runden zu 3 Minuten. Keine Respawns. Als Angreifer eine von zwei Flaggen capturen. Wir müssen gleich erstmal eine neue Waffe auswählen. Weil die Waffe, die wir hatten, das war eine Single-Shot-Waffe. Auf Entfernung relativ nice. Aber so im Nahkampf so, naja. Wir nehmen jetzt erstmal die hier. Wie gesagt, ich muss jetzt gleich mal ein bisschen durchgucken, welche Waffe ich nehme als Speer. In letzter Zeit hatte ich halt immer, wie gesagt, die... Erstmal die Flash richtig kacke. Ja. So, aber das wird jetzt wieder ein relativ schnelles Match werden, so wie es aussieht. Ja, es sind auch nur noch 5 Gegner. Und ja, das ist das einzige Prinzip. Es hat wie Capture the Flag, nur dass man halt anstatt wieder eine Flagge hat, hat halt das Verteidigerteam 2 Flaggen. Und ja, wie gesehen, es kann halt ein bisschen stressig werden, vor allem als Verteidiger.
Aber es kann auch stressig werden, wenn du richtig gut verteidigst als Angreifer. Weil dann sieht der Angreifer nämlich auch keine Schnitte. Problem ist aber, soweit muss der Angreifer erstmal kommen und beziehungsweise der Verteidiger muss erstmal richtig gut sein, um richtig vernünftig zu verteidigen. So, wir sehen jetzt das Leben noch ein. Und der Flaggenkrieger, der rennt einfach nur durch. Also, schnelles Ding. Und mal wieder Capture the Flag. Wie wir sehen, es gibt pro Einnahmepunkt halt wirklich 2 Punkte, wie ich vorhin gesagt hatte. Und als Defender kriegst du halt 1 Punkt. So, jetzt haben wir mittlerweile nur noch 3 Gegner. Und das ist halt, warum dieser Mod halt relativ selten gespielt wird. Hast du ein verdammt gutes Team, bleibst du im Spiel. Würdest du bitte loslaufen? Vielen Dank. Hast ein verdammt gutes Team, bleibst du. Hast ein verdammt verschissenes Team, so wie die Gegner jetzt gerade, haust halt ab. Und ja. Darum sind die Maps, sind die Runden halt relativ schnell vorbei. Mal gucken, ob sie gelernt haben. Also, sie haben nicht gelernt, dass wir immer nur nach Flagge 2 laufen. Immerhin habe ich nur einen gemessert. Diese Tomahawk. Ja. Und, ja, da gibt es jetzt gerade eigentlich nicht mehr großartig viel zu sagen. Das Spiel ist gleich vorbei. Wir haben noch 2 Gegner. Einer davon ist AFK. Und die anderen 2 haben wahrscheinlich auch keinen Bock. Und die Runde kann halt auch vorbei sein, wenn man das komplette Team eliminiert. Dann kommt zwar im Endeffekt trotzdem die Capture the Flag. Dann kommt zwar trotzdem die Capture the Flag. Abspann. Aber du bist halt jetzt ganz das Team eliminiert. Und wir kriegen trotzdem 2 Punkte. Und wie wir sehen, haben wir gerade das ganze Team eliminiert. Gut. So sieht dann die Anzeige aus, wenn das ganze Team eliminiert wird. Und ich starte wieder ganz hinten, warum auch immer. Aber wie wir sehen, der eine AFK, der andere wehrt sich noch ein bisschen, weil gibt ja noch ein paar Punkte. Und als Defender hat er gleich halt gar keine Schnitte. Weil wie gesagt, sind halt 2, als Attacker hat er gleich gar keine Schnitte. Es ist halt alles relativ schwer zu defenden jetzt. Wenn man, vor allem wenn man alleine ist. Naja, gut. Und mal gucken, ob hier noch einer steht. Hier ist keiner. Und das war's. Ich hab sie jetzt nicht gefunden. Oh, Seitenwechsel. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Es sind nur noch 2 und ganz ehrlich, da hätte ich, glaube ich, auch nicht so wirklich viel Bock drauf. Aber okay, wir können erst mal gucken. Mal so 1-2 Punkte sammeln. Weil ich werde gleich noch mal eine Runde Homeruns machen. Ich werde jetzt auch nicht cutten, weil es lohnt sich nicht von der Zeit, wenn die Runden einfach zu schnell vorbeigehen. So, jetzt haben wir 1 Punkt gekriegt. Und... Oh, ich habe den Kill gewonnen. Ganz kurz die Nase putzen. Ich habe zwar nur 800 Punkte gemacht, aber wir sind mal im Abspann gewesen. Yay! Ich weiß halt nicht, ob der Server jetzt automatisch mischt oder ob wir dann wieder nur 2 Gegner haben. Aber jetzt haben wir gerade erstmal einen komischen Ladescreen mit so einem komischen Abspann. Nee, doch, es geht weiter. Wie wir sehen, man kriegt auch nicht wirklich viel Punkte jetzt dafür. Ja, man hat so einen Standard
Gewinnpunkte, ein Standard, Killpunkte. Und das war's dann auch. Und, ja. Wenn es dann halt wirklich so kommt, dass die Leute halt lieben oder dass man halt irgendwie keinen Bock mehr hat. Dann wird das halt relativ langweilig beim Home Run. Und ja, ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, die Teams wurden nicht gemischt. Na, okay, vielleicht doch. Ich werde jetzt gleich mal gucken, wahrscheinlich bin ich bei den... Nee, weil ich mir jetzt zweimal gegen einen. Das heißt für mich, ich mache hier den Cut und wir sehen uns sofort wieder. Und da sind wir auch schon wieder zurück und haben wieder mal ein schönes TDM erwischt. Ja. Sag ich nicht so. TDM ist mir einfach mittlerweile zu doof geworden. Aber das ist halt anscheinend der Mod, der hier am meisten gespielt wird. Und das Knacken, was man im Hintergrund hört, ist mein Stuhl. Der knackt gerne. Weiß nicht warum. Der hat das irgendwie so an sich, dass er mir immer eine Runde rumknackt. Und wir gehen mal wieder als Speer ins Spiel. Wir haben kein Teammate. Und werden als allererstes mal gekillt. Hey, wir verlieren die. Doch, jetzt haben wir wieder Teammate und wir joinen erstmal eine Runde ins Loser-Team. So, müssen wir mal gucken. Wir laufen erstmal ein bisschen rum. Ich hätte zum Teammate laufen sollen, aber der wird treffen uns ja gleich. Ach, das gibt es nicht. Erst suchst du dir den Falschen aus. Und dann kommt da noch einer um die Ecke. Naja. Kann mal passieren. Mir passiert es, wie gesagt, in letzter Zeit leider auch. Und, natürlich, ich komme aus dem Ding raus und die wissen sofort, dass ich da rauskomme. Es ist so deprimierend. Das ist deprimierend. Bei die Spawn. Ja. Naja, gut. Ich muss mich halt anhalten. Ich glaube, mein spielerisches Tempo ist schon im Bereich. Zumindest das bisschen, was ich noch habe oder hatte. Jemals gehabt habe. Hat er hier irgendwas gibt es damit? Keine Ahnung, was? Streubomben? Okay. Könnte ich ja mal nach hinten abdecken, ihr Deppen, oder? Dann geht weg, weg, weg. Sanitäter, schnell! Nach hinten deckt jetzt gerade auch wirklich keiner an. Was macht ihr denn? Warum rennt ihr denn weg? Könnt ihr euch mal entscheiden, was ihr macht? Ach, natürlich. Krieg dann hier wieder rum. Geh weg, Apache. Geh weg, du Mistgegen. Darum habe ich keine Lust, mich zu zeigen, weil der Apache, der macht alles einfach nur so schnell platt.
Alter, ich dachte erst, wie viel. Ohne Spaß. Ich habe da fast ein komplettes Magazin drauf geballert. Wir haben 49 HP. What the fuck? Ach, das gibt es. Da kommt noch ein zweiter um die Ecke. Den hatte ich mal wieder nicht auf dem Schirm, so wie ich eigentlich relativ viele hier nicht auf dem Schirm habe. Ist aber noch ein gestörtes Rad. Na, gestörtes Rad da. Kann sich jetzt mal entscheiden, wo ich mir dazu Vogel. Boah, Junge, du gehst mal auf Nüsse. Mission gescheitert, wiederhole Mission gescheitert. Oh, wie süß, eine rosa Waffe. Ja gut, wenn du vier Leute aus dem Clan spielst, die alle im TS rumeiern. Wie willst du da irgendwas reißen können? Und es lohnt sich jetzt wieder nicht nach der Map einen Cut zu machen, weil es ist einfach gerade mal, ich weiß nicht, 2 Minuten vergangen. Aber okay. Na komm. Gif Stoff. Was mich wundert, dass es eigentlich relativ leckfrei läuft, weil ich bin ja nebenbei am Hochladen. Wunder, oh Wunder. Wir sind Nationenrang 4. von 193 ist Deutschland. Gar nicht mal so schlecht. Ja, ich weiß, ich sollte meine Taugen... Oh yeah, Krisengebiet. Leute, ich werde euch jetzt mal wieder eine Sniper zeigen. Wobei, ich muss das mal einschätzen. Das Krisengebiet ist gar nicht mal so gut zum Snipern, aber doch, wir nehmen die Sniper. Gibt einige schöne Plätze. Ladescreen. Atlas, unser Geheimdienst lokalisiert feindliche PITN-Lager. Bleiben Sie dran. Einsatzziel erreicht. Sniper-Time. Und wir sind natürlich Angreifer. Also beschissen hätte es nicht gehen können. Aber immerhin haben wir viel gemacht. Ach, das gibt es nicht. Der hat bestimmt noch... Mit 41 HP kann ich leben als Rest-HP. Aber ich sage, als Defender ist... Die Sniper definitiv besser geeignet als Attacker. Ach, jetzt kommt da einer. Ach komm. Wie gesagt, ich hätte euch als Defender gerne die Sniper gezeigt, aber als Attacker bringt es einfach nichts. Ja, seht ihr ja selbst, ich muss attacken und da ist Defenden, ist Snipern halt immer suboptimal. Weißt du, mein Fireteam hätte spawnen können. Oh, jetzt sind wir wieder bei 4 Sekunden. Wie nutze ich das denn jetzt nicht? Natürlich von links, von hinten auch noch, wie auch immer der hinter mich kommt. Und wir sehen das mal als Attacker, ich weiß gar nicht, ob ihr das jemals gesehen habt, wir haben hier potenzielle Ziele, wo die Bombe platziert werden könnte. Natürlich. Ich bin ehrlich, ich weiß noch nicht genau, was dieser Sternchen neben deinem Namen bedeutet hier. Aber ich glaube, der ist der Führende aus dem Squad oder der Führende allgemein. Nein, ich möchte jetzt das Ding nicht öffnen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, kann ich mir gerade nicht sagen. Ach, ich habe nur diese verkackte Flasche.
Aber es reicht zum Defenden der Bombe. Und komm, spawn. Oh, heil. Spawn, spawn, spawn. Spawn, spawn, spawn. Es lohnt sich natürlich auch vorzeitig zu diesen Punkten hinzulaufen. Also wenn du nie genau weißt, wo die Punkte sind. Naja. Natürlich, man kann hinlaufen, man kann es aber auch einfach lassen. Man könnte es aber auch ein bisschen zumindest daran sehen, wo die Gegner spawnen. Also wenn du ungefähr siehst, wo die Gegner spawnen oder wo halt relativ viele Gegner wieder sind, dann weißt du auch, wo die, ja, von links, wo der nächste Bombenplatz ist, weil die spawnen halt da in der Nähe, damit sie halt nicht mehr den ganz zweiten Weg haben. Aber da müsst ihr schon relativ viel Weg haben, dass du sowas siehst. Kein Kommentar. Ich verweigere die Aussagen. Leute, ihr müsst schon irgendwie auf den Bomben rennen. Ihr müsst die ganze Zeit hier bei uns am Spawn rumeiern. Alter, ich komme da nicht mehr über jeden Faktor springen, nur über diesen kleinen Verkauf. Ach, dann steht da noch ein zweiter. Und noch ein dritter auch noch. Und mein Buddy, der steht irgendwo im Gebüsch. Und sagt sich, nee, ich habe Angst. Einer war erwischt. Den zweiten auch noch. Sehr schön. So, dann sind zwei unserer Teams. Oh nein. Ich brauche einen Sanitäter. Natürlich, weißt du, die schmeißt das Ding weg. Ich muss erstmal so ganz langsam aufstehen. Und was macht mein Buddy? Der sitzt immer noch irgendeinem Busch. Ohne Spaß, wenn du im Büschen spielen willst, musst du Tarzan spielen. Ich komme hier nicht raus, weil der Spatz genau davor steht. Ja, ist mir egal. Du kannst doch, Alter. Du kannst doch. Alter. Ach komm, und ich überlege. Okay. Töte mich, töte mich. Kann ich mich selber töten? Natürlich nicht. Oh, vielen Dank. Nee, ich möchte nicht mehr bei dem Spacken spawnen. Nie wieder. Und jetzt verkacken wir es gerade so, dass wir die erste Bombe nicht legen konnten. Schaden mitgegeben.
mal davon aus, dass es die andere Bombe. Aber ich bleibe jetzt einfach mal hier. Mit viel Glück ist es hier, ja, und wir können hier blenden. Oh yeah. Natürlich, und dann habe ich so ein Glück, weißt du, ich habe so ein Glück. Leute, dreht euch um. Leute, dreht euch um. Leute, umdrehen und der defused. Kein Kommentar. Ohne Spaß, kein Kommentar. Also einfach hätte man es nicht machen können. Ohne Spaß. So einfach gewesen zu defenden. So Leute, attacken, komm, go, go, go. Und ihr seht, wie einfach man hätte die Bombe defenden können, ja? Nein, sicher. Ah. Mein Team ist einfach nur scheiße. Zwei Runden Bombe gespielt. Ich gehe mal einfach davon aus, das haben die Gegner extra gemacht. Und jetzt verkacken sie es einfach nach Strich und Faden. Ach, natürlich. Gerade wieder ein bisschen stressig, konzentriert zu werden. Wenn man so einen Haufen Scheiße sieht, den die meinen, wie mein Team hier an das zusammen spielt. Verdammt, die haben unser Radar gestört. Oh, mein Buddy ist auch mal wieder da. Und dann von hinten. Du kannst machen und tun, was du willst, du verlierst eh. Ach, natürlich. Der trifft mich mit einer Sniper. Boah, mein Team ist einfach nur kacke, ey. Das gibt es nicht. Er hat mich gerade mit einer Sniper zweimal getroffen, mit einer normalen Single-Shot-Sniper. What the fuck? Ja, toll, mein Buddy, das erste, was er macht, erstmal wieder umdrehen und sie verpissen. Was anderes kann der Vogel nicht. Nee, ich möchte nicht bei dem spawnen. Ich kann gerade nichts sagen, ich bin einfach nur, keine Ahnung, ich bin deprimiert. Wir wechseln mal die Waffe, wird zwar auch nichts bringen, aber... Ja. So, hier wäre als Defender die perfekte Sniper-Pole gewesen, hier oben.
Meine Fresse, ich treffe mal wieder gar nichts. Wir haben das Einsatzziel identifiziert. Alter, ich habe jetzt schon dreimal den Kopf getroffen und der lebt immer noch. Oh, und dann war die Schotti leer. Und da war die Schotti leer. Juckt mich gerade nicht wirklich. Ja, die Waffe war aber auch jetzt nicht so dabei. Gucken wir uns mal die an. Und das ist die Single-Shot-Waffe. Gewinnen wir das Spiel dann doch noch. Na gut, einen haben wir noch gekriegt und wir haben jetzt noch 7,5 Sekunden. Mein Buddy hat das gar nicht verdient. Ja, oh yeah, wir haben noch gewonnen. Puh, dann mache ich jetzt mal drei Kreuze im Kalender. Dass wir das noch geschafft haben und ich habe 3955 Punkte gemacht. Kann ich mit leben. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und wir sehen uns entweder gleich bei Need for Speed wieder oder morgen bei Battlefield. Nee, stimmt gar nicht, bei Call of Duty. Ciao, bei Call of Duty. Ciao.